Wir haben heute den Nicer Dicer Magic Cube am Start. Man kennt den Vorgänger schon aus verschiedenen TV-Shopping-Formaten. Und wir haben uns gedacht, wir probieren ihn einfach mal aus. Und dafür habe ich mir heute Verstärkung geholt. Ich dice den Scheiß. Hast du schon Erfahrung gemacht? Nein, aber ich bin total begeistert von diesem fantastischen Produkt aus dem Hause. Genius. 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 Unglaublich, unglaublich. Genius. Was machen wir damit? Ich kenne ihn nicht. Also das ist dazu da, um Gemüse und Obst einfach klein zu kriegen. Und da kannst du in verschiedenen, in Julienne, in Streifen, in Würfel, was auch immer. Lass uns das mal ausprobieren. Es gibt ja hier... Ich denke mal, das müssen wir erstmal reinschieben hier in den Nicer Dicer. Ja. Ich drehe das mal in die Kamera hier. Sieht man nämlich die Ladestation, ja, die ist genau hier. Und dann packen wir den mal hier rein, so. Unglaublich einfach, oder? Lass uns mit einer anderen Funktion anfangen. Das ist mir zu aufregend. Komm. Okay, wir fangen erstmal mit was ganz, ganz Piano an. Was dürfen wir denn? Ach so, ich habe für dich hier noch was ganz, ganz Wichtiges. In allen, welche Sprache hättest du denn gern? Scharfe Klingen. Caution, sharp blades, risk of injuries. Ja. Ich muss ja gestehen, wir haben das ja schon mal probiert und ich habe mich hier schon ganz stark verletzt. Die sind wirklich scharf, ne? Aber du hast es ausgepackt und dabei ist dir fast ein Finger abgefallen. Alter, okay. Aber mit dem Ding hier jetzt, es ist ja nichts Besonderes, ne? Also, ja, mach das doch mal. Also zack, bam. Super, ne? Ganz toll. Aber ne? da muss ich sagen, das funktioniert ausgezeichnet. Super. Ja? Nächste Funktion. Das machen wir jetzt so schön zu. Zu. Das muss man auch nicht sauber machen. Ne? Das ist man könnte es aber rausnehmen. Man könnte es jetzt rausnehmen. Und so, nehmen wir jetzt die nächste. Was haben wir hier? Ein V-Hobel. Ein V. Machen wir auch den mit dem Apfel, oder? Test mit dem Apfel. Test mit dem Apfel. Achtung. Schmipp, schmipp. Da das macht ja einen riesen... Guck mal. Aber das macht richtig Spaß, du. Nee, stopp. Also jetzt kommt irgendwann der Moment. Ah, safety first. Weil hier gibt es nämlich dieses wunderschöne Ding. Jetzt spieße ich den Apfel hier so auf. Ich bin zu schwach für. Und dann kann man, wunderbar. Und eigentlich, sind wir ganz ehrlich, würde man den ja vorbereiten, durchschneiden und das Kerngehäuse vielleicht rausnehmen. Es sei denn, man mag das gerne. Das ist alles gesund. Das ist alles gesund. Sieht das lecker aus. Ist das ein Schnittergebnis? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Nächste Funktion. Nächste Funktion. Den Apfel hast du mal aufgespießt. Sind das hier Julienne? Ich weiß es nicht. Warte. Wir werden es herausfinden. Wir probieren jetzt die Julienne-Messer aus. Are you ready? Ja, zeig. Das ist jetzt ein Anwenderfehler gewesen, ja. So. Aua! Wir hätten den kleiner schneiden müssen. Jetzt kann ich den nämlich mal so reinpieksen und jetzt geht's. Pass auf. Druck. Jetzt nehme ich schön und... Guck mal. Da kann man so schöne Apfelpommes mitmachen. Pommes-Chips. Ganz, ganz dünne, leckere Apfelpommes. Ja, gut, soweit so bekannt, das kann man auch mit anderen hobeln. Aber jetzt kommt der heiße Scheiß. Warte. Geht auch nicht auf, weil es gibt hier eine Sicherheitsvorrichtung. Wenn man diesen Schalter umlegt, dann... Haben wir eine Sicherheitsvorrichtung und den legen wir jetzt in. Mach du das bitte. Öffne das Aggregat. Was haben wir hier drin? Jetzt wird gedeist. Jetzt wird gedeist. Michael, nun reiche mir doch... du hattest doch noch ein Stück Apfel. Den habe ich weggeworfen. Ich habe hier einen neuen Apfel für dich. Schnell die Werbung ab. Und den packen wir jetzt... Brauchen wir nämlich nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Fantastische. Den hauen wir jetzt hier drauf. Wollen wir gleich so groß anfangen? Ich habe ein bisschen... Erstmal nehmen wir so eine schöne, leckere Tomate. Und die da ist mal so schön klein, ja? Naja. Wo ist sie hin? Steck eine nach, dann fällt sie durch. Nee. Ich glaube, ein wichtiger Tipp für alle, die mal in ordentlich zu Hause schön abdeißen wollen. Kleiner Hinweis, man dieses Gerät nie so rum in den Nicer Dicer, nämlich so rum. Herr Hoch, sind Sie vielleicht so freundlich und holen uns ein paar Tücher aus der Küche hinter uns, um das Gerät zu reinigen? Selbstverständlich, ich bin sofort wieder da. Und so hat man auch beim Nicer Dicer immer fantastische Überraschungen. Man lernt jeden Tag was Neues bei diesem fantastischen Produkt aus dem Haus. Von außen auch schon wieder sauber. Super, super. Ganz toll. Da muss ich sagen, das geht auf unsere Kappe.
immer aufpassen, wie rum man dieses Ding hier reinschiebt. Mhm. Jetzt wird erst gedeist. Das wurde natürlich alles in der Anleitung genau erklärt, bei diesem fantastischen Produkt aus dem Hause Genius. Genau. So. Und jetzt Obacht geben. Wir werden jetzt diese fantastische kleine Cherry. Geht, ist auch geht ganz leise. Geht super einfach, ja. Und da unten ist sie angekommen, okay, ja. Aber das ist doch so eine großartige Tomate. Ja? Also da kann man auch mal, wenn man nur ein kleines Stück Tomate möchte, so für die Party, Tomatensticks. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Mir gefällt das gut. Ich habe den nicht gewaschen, ne? Mm. Egal. So. Was uns nicht umbringt. Also, man kann natürlich nicht nur eine Tomate, lass uns mal ein paar mehr nehmen. Und die machen wir jetzt mal ein bisschen gröber. Mal reich mir die Tomaten. Tomaten. So. Die schmecken eigentlich ganz gut. So. Und noch eine kleine Revoluzzer-Tomate hier. Und also was ich eben gelernt habe, so drücken, das funktioniert gar nicht so gut, ja? Obwohl, jetzt geht's. Wenn man es so ganz langsam macht, ich glaube, es macht natürlich mehr Spaß, so zu machen. Nee, langsam, ich glaube, es ist nicht für langsam. Das ist für... Für runterwemsen. Also man muss das richtig schön... Das hat ein bisschen was von Howdy Lucas. Und jetzt ist uns direkt... Jetzt sehen wir schon. Jetzt ist uns direkt das Erste. Nein, das ist ein Feature. Das ist Wahnsinn. Kein Fehler. Natürlich nicht. Also, ne? Weil so kann man das ganz leicht reinigen. Super. Ne? Und wenn man das gereinigt hat, dann steckt man das hier wieder rauf. Und so. Dann ist das ganz, ganz toll. Ne? Und es ist auch alles direkt durchgefallen. Man deißt dann einfach nochmal so ein paar Mal drauf. Ja. Und dann ist es auch durch. Super, ne? Der Nicer Dice. Ein unglaubliches Produkt aus dem Hause. Koppenrad und Wiese. So. Jetzt kommt der Apfel dran. Aber Apfel haben wir schon. Eigentlich halbieren, Kerngehäuse raus, wenn man das ernsthaft betreibt. Aber lass uns doch gleich mal den Härtetest machen. Ich denke schon. Ich glaube, du brauchst... Guck mal. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist ja... Das ist ja unglaublich, ne? Also, ne? Und wieder Pommes. Das ist die 1A Pommesmaschine. Apfelpommes. Ich weiß, du hast sie nicht abgewaschen, aber aus der Mitte. Mmh, lecker. Und wir sehen schon ein großes Problem. Auf der Verpackung sind natürlich Würfel. Wer mitgedacht hat, wird wissen, wenn man so das da durchschiebt, können natürlich eigentlich keine Würfel rauskommen, weil es fehlt ja in dieser Ebene das Messer. Also eigentlich ist das nicht würfeln, sondern stiften. Stiften, ne? Stiften. Lass mal stiften gehen. So, aber was ich ja immer mal machen wollte, wie ist das denn jetzt? Wir haben ja hier so schöne Zwiebeln, ja? Und wir haben ja auch so Zwiebeln, die sind ja noch gar nicht geschält. Also ich würde sagen, wenn man das hier auf das kleine Gitter legt und du drückst das da durch, haben wir unten Zwiebelwürfel und oben die Schale. Schneller, glaube ich, kann es nicht gehen. Geht nicht. Ja. Willst du ohne Schale probieren? Theoretisch wird es dann so aussehen. Ich traue mich jetzt nicht, dass... wir heben uns die für später auf. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es nicht hinhaut. Aber wie das schon duftet. Lecker. Ich werde einfach noch mal ein paar Tomaten durchhauen. Und jetzt ist auch wieder das Reinigungsfeature gekommen. Ja? Also man sieht direkt, ne? Das ist nicht drin hängen geblieben, sondern es ist ein Hinweis vom Produkt, bitte sauber machen. Großartig. Bau das mal aus. Ich möchte gerne mal eine Möhre schnitzen. Jetzt schnitzen wir eine Möhre. Okay, warte. Ich geh mal ins Erdgeschoss hier. Du weißt aber schon, dass man das auch ein bisschen seriöser bedienen kann, sodass es auch irgendwie zum Ergebnis führt. So, so. Jetzt, nein, warte. Könnte man zum Beispiel, wenn man es grob mag, ja? Dann hat man die Möhre halt ganz grob geschnitten. Oder? Oder? Wir können die in so wunderschöne, lustige Streifen. Michael, so, bitte. Nicht links rum, dann macht man es wieder raus. Aber wenn man jetzt... Komm, jetzt mal ganz schnell durch. Dicen. Obwohl, das ist ja nicht Dicen, das ist ja eher... Aber was passiert jetzt? Was kommt da unten eigentlich raus? Ist das spannend? Schneller. Kann man das vorne sehen? Oh, das ist, die Zuschauer wissen es schon. Was werden wir nur sehen? Es wird. Da kann man sich auch mal eine Pfeilspitze machen an seine Möhre und dann hat man ganz toll. Aber das ist so Möhren. Ganz ehrlich, wenn man jetzt Gäste hat, super, und man das, legt ne, das so das, ein bisschen. Das kann man ganz toll dekorieren, auch so aus seinen Fingern legen oder so. Konntest du nicht Paprika essen? Ja, und jetzt machen wir noch schnell Paprika. Wir haben natürlich auch noch ein anderes Ding zum Drehen. Das ist jetzt für die Groben. Das schmeiße ich mal mit hin. Komm, ja, wahrscheinlich jetzt, ist es. Das machen wir vielleicht mit einer Gurke. Haben wir nicht eine Gurke hier? Können wir hier vielleicht noch einmal kurz? Weil das... Ich glaube, das ist ein Spargelschäler. Ich kann... Hier sehe ich was. Aber jetzt muss... Das ist jetzt ganz geiles raus. Hast du das Ding? Also man muss das hier auch gar nicht benutzen. Tipp 2. So, man kann das dann einfach hier so reinschütten. Ja? Das landet so wunderschön, landet das hier so unten drin. Ja? Und wir packen das einfach hier rein und dann machen wir das nochmal, wie das richtig geht. Das ist ja das Schöne am Nicer Dicer. Er verzeiht einem wirklich alle Fehler. Ja?
Damit kann jeder kochen. Damit kann jeder kochen und vor allen Dingen würfeln. So, sollen wir uns jetzt... Das sieht doch ganz toll aus, oder? Und jetzt. Auch so, Stifte. Die sind toll, das gefällt mir gut. Was haben wir denn noch Schönes, Michael? Lass noch mal was dicen. Ich möchte wissen, ob er Möhre schafft. So, jetzt wird Möhre gedeist. Dafür legen wir das jetzt mal so rum rein. Ja, das kann man in verschiedene Richtungen machen. Also hier braucht man ja tendenziell etwas mehr Kraft und hier etwas weniger. Komm, lass mal die Möhre dice it. Wumms! Aber hätten wir jetzt das Ding reingelegt, dann würden die auch direkt hier drin sein. Deswegen schütten wir die jetzt einfach hier so rein. Tut dem Dicen keinen Abspruch so, ne? Ich meine, das, gedeist hat er trotzdem. Hat super gedeist, ist halt ein bisschen unpraktisch. So, wir legen das also hier drauf. Die ist groß, das war eben. Vorher mal das Ablagegefäß reintun und... Es geht, ne? Aber ganz ehrlich, das ist Also es sieht rabiat aus, ehrlich, wenn man da so draufhaut, aber das Ding hält's aus und die Resultate sprechen ja nun wirklich für sich, ne? Da wird sich aber jemand freuen. Okay, zu guter Letzt, eins noch, wir haben noch das härteste Ding überhaupt hier, und zwar eine Süßkartoffel. Und diese Süßkartoffel, die ist richtig hart. Damit killst du ihn. Ich werde die jetzt mal kurz in der Küche im Hintergrund einmal halbieren, ja? So. Ja, ich möchte den. Ganz schön hast du das gemacht, Michael. Die kriegst du dann niemals durch. Guck mal, das muss er doch schaffen. Du wolltest doch Paprika. Paprika hat eine Chance. Süßkartoffel niemals. Die ist so hart. Hast du noch eine? Wir haben noch eine. Okay, dann nehmen wir jetzt noch mal ganz schnell die Paprika, legen wir drauf. Beißen sie durch. Naja, geht halt, ne? Also Paprika, jetzt nicht ganz so klasse. Ja. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Das Ding ist schon wieder rausgefallen. Nur kurz unter fließend Wasser halten. Kurz unter fließend Wasser halten. Und der Dicer ist wieder sauber und einsatzbereit. Ja, gut. Vielleicht, und wenn man dann alles so schön zusammen gehabt hat, man hat so ein paar schöne Produkte hier drin, die kann man dann ja schön mit zur Arbeit nehmen. Und wenn man dann zum Beispiel, wir haben jetzt hier so eine schöne, leckere, ne, Mittagessen für die Arbeit. Da packen wir jetzt noch ein paar Zwiebeln mit drauf, die wir hier haben. Das haben wir uns ja eben nicht getraut. Oh, so, die Zwiebel ist durch. Da kommt noch direkt eine zweite Zwiebel mit drauf. Den Apfel, den hauen wir jetzt auch noch mit drauf. So, und dann nehmen wir noch ein paar Tomaten vielleicht, ne? So, dann fällt uns direkt das hier raus. Ist nicht schlimm, weil das brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir eine Zitrone vielleicht. Komm, die haben wir auch noch mit drauf. So, die ist auch durch. Lecker. Und es riecht gut. Und es riecht lecker, wirklich ganz frisch, ganz frischer Geruch. So, jetzt haben wir hier das fantastische Produkt. Und jetzt denkt man sich natürlich, ich habe ein vollwertiges Mittagessen. Was fehlt dir natürlich bei einem Mittagessen? Das ist schlecht, wenn ich das so in die Tasche stecke, ist es auch doof. Nein, aber du willst doch noch einen Nachtisch haben. Und auch da natürlich haben die Kollegen aus dem Hause Nicer Dicer mitgedacht. Du willst mir nicht sagen, damit kannst du auch noch Kuchen backen. Damit kann man nicht nur Kuchen backen, sondern man kann Kuchen teilen. Nehmen wir einfach mal so einen schönen Kuchen, legen den hier drauf. Wunderbar. Und dann haben wir, ja, das kann man einfach unter fließend Wasser halten. Dann ist das ne, wie neu. Und das nimmt man dann einfach so. Braucht man ja nicht. Und schon hat man hier direkt sein Dessert dabei. Weißt du, was das gut ist? Lecker. Das war Zitronenkuchen, wie gut das auch passt. Hm? Das ist lecker Zitronenkuchen. Aber jetzt, um auf deine Frage, wie transportiere ich denn das? Ja, ich möchte das ja mit zur Arbeit nehmen. Dann werden meine... Sehr gut. Es wird mitgeliefert. Das ist dabei. Lock. Guck mal, das bleibt so. Mehr muss man, glaube ich, nicht zeigen. Mehr muss man nicht sagen. Ich kann nur sagen, Nicer Dicer, fantastisches Produkt. Der Hype ist real. Und wie gesagt, einfach unter laufendes Wasser halten. Lass raus. Und wenn die Kamera aus ist, probieren wir die noch. Kamera ist aus, oder? Ja. Möchtest du? Los, mach du. Das geht. Das ist noch ein klitzeklein bisschen Kuchen ist auch noch drin. Ein bisschen. Warte. Los, das muss mit Geschmack. Es geht ganz leicht. Es geht ganz leicht. So, noch Fragen? Nicer Dicer. Und wieder
Ich würde noch so ein Ding nachkaufen, unbedingt. Auf jeden Fall würde ich das nachkaufen, weil das ist doch ein bisschen blöd, wenn sie das unten sammelt. In diesem Sinne. Die war wirklich hart, ja, ne? Toll. Also ich muss sagen, wenn wir nicht so rumgeaßt hätten, könnte man da wirklich einiges mit klein schneiden, muss man ja auch mal sagen. Großartiges Gerät. Wir freuen uns nächstes Mal, wenn wir wieder Küchenprodukte testen aus dem Hause. Kommen Rat und Wiese. Ja. Bis dann. Tschüssi.